Bevor es mit dem Video losgeht, wieder kurz ein Reminder, wir zocken regelmäßig Karrieremodus auch auf Twitch, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dann hatten wir eine coole Community-Karriere am Start, checkt das Ganze doch gerne mal aus. Und damit hallo und willkommen zur nächsten Folge der Bayern-Karriere. Ich habe mir eben den Kader nochmal angeschaut und nochmal überlegt, wo könnte man nochmal was verändern. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin mies zufrieden mit der Mannschaft und wüsste jetzt gar nicht, wo man nochmal was ändern sollte. Wir werden noch ein paar Spieler verleihen, eventuell noch den einen oder anderen abgeben, da ich ja Fake hier zum Beispiel auch verkaufen wollte aufgrund vom Alter. Ne? Dass man da nochmal möglichst viel Geld mitnimmt. Aber ansonsten habe ich nicht vor, hier noch groß was zu tun. Ey, ich habe auch ganz verdrängt, dass wir zweimal Supercup spielen. Einmal Europa-League-Sieger und Champions-League-Sieger. Und natürlich auch gegen Dortmund, weil wir ja den DFB-Pokal gewonnen haben. Beziehungsweise Dortmund hat ja die Meisterschaft geholt. Aber das Schlimmste finde ich persönlich daran, wir spielen einfach zweimal hintereinander gegen Dortmund. Zum Liga-Auftakt einfach direkt der deutsche Klassiker. Das hier ist die Mannschaft vom Europa-League-Sieger und das ist schon frech, dass Frimpong einfach gegen uns auf der Bank sitzt, sag ich euch ehrlich. Grimaldo sitzt auch nur auf der Bank, aber holy shit, die haben eine echt stabile Mannschaft. Ist halt auch wild, dass Europa-League-Sieger und Champions-League-Sieger beide in der Bundesliga zocken, ne? Wann gab's das letzte Mal? Die Bayern machen ordentlich Druck drauf, jetzt holen sie den Ball Florian Wirtz in die Mitte auf Harry Kane, holt er sich gleich mal sein erstes Saisontor ab. Natürlich tut er das, 11 Minuten hat es gedauert und Harry the Goat Kane, Ballon d'Or-Sieger, schlägt wieder zu. Teller geht vorbei, bringt den Ball in den Strafraum, Mokoko abgelegt, Grätsche ins Nichts und De Ligt lutzt den Ball ab. Die altbewährte Waffe, Rafinha mit der Ecke, Kopfball aber nicht von Kane, von Konaté auf der Linie geklärt, Nachschuss wieder Konaté, Kane, 2-0, er steht genau dort, wo ein Ballon d'Or-Sieger eben stehen muss. Jetzt mal ehrlich, ist doch komplett beschört, wie viel Glück wir hier schon wieder hatten, guck mal. Oh, Wirtz wieder ein klasse Pressing, Kane kriegt den Ball jetzt erst durch, Petri, 3-0. Es ist so einfach, wie sie es machen, aber auch so effizient. Leverkusen hat nun wirklich nichts entgegenzusetzen und sie hauen sich die Dinger eigentlich selbst hinten rein. Früher Ballverlust wieder hier, dann nicht konsequent genug im Zweikampf. Der Abschluss von Petri ist platziert, aber nicht sonderlich scharf. Auch da kann man mal über den Torwart ein bisschen meckern. Der Schlusspfiff ertönt, Bayern 0-4 Leverkusen geht hier mit 0-3 Baden gegen München. Das Ganze natürlich hochverdient, da von der Wechsel ehrlich wenig kam. Kane wieder effizient, Petri auch mit einem guten Abschluss. Und so holen wir uns den ersten Titel der neuen Saison. Natürlich darf man da jetzt nicht so eine große Wichtung dem Pokal geben, weil es ist halt letztlich nur ein Game. Aber es ist schon mal ein guter Euphorie, es ist eine gute Euphoriespritze für den Saisonstart und wir können uns im nächsten Game ja gleich den zweiten Pott holen. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich in die nächste Partie rein. Zur Vorbereitung mal ein Blick auf die Dortmunder. Lukaku im Sturm. Coman spielt ja auch bei denen mit Adeyemi als Flügelzange. Brozovic haben sie sich geholt. Bentancur. Es ist schon eine echt wilde Mannschaft. Oder Kudus noch mit auf der Bank. Wenn wir nochmal kurz auf unsere Startelf eingehen, dann seht ihr auch schnell, dass ich ordentlich durchrotiert habe. Es werden viele neue Leute im Vergleich zum vergangenen Spiel mal zum Zug kommen, sich beweisen können. Unter anderem auch Nübel im Tor. Ich glaube, der hat in dieser Karriere noch nicht ein einziges Game bei uns gemacht. Aber jetzt heißt es Konzentration an und den Titel Nummer 2 im zweiten Game für diese Saison holen. Wir bekommen den ersten Standard zu sehen. Eckball von Adeyemi getreten auf Lukaku. Dumfries klärt erstmal. Aber Abschlussmöglichkeit bleibt nochmal für Coman. Nübel zeichnet sich das erstmal aus und das auch noch gegen den Ex-Bayern-Spieler. Xavi Simmons. Peter Schmidt. Oh, er schiebt ihn vorbei. Riesengelegenheit nochmal in der ersten Hälfte. Xavi Simmons, Kontermöglichkeit für die Bayern nach Dortmunder Ecke. Der Ball ist klasse gespielt. Rafinha im Sprintduell gegen Luke Shaw. Das wird nichts. Flanke nochmal auf Xavi Simmons. Und das ist mal ein Premierentor. Ach du Scheiße, wen haben wir denn da gekauft? 80 Millionen hat der Junge gekostet vor wenigen Wochen. Und dann meldet er sich so hier bei den Münchnern an. Wie liegt der denn da in der Luft? Das ist ja unglaublich. Und dann noch, also wirklich unhaltbar in den Winkel geknallt, über Kobel hinweg. Xavi Simmons, durchgesteckt, Catherine Thuram in die Mitte gelegt, Peter Schmidt an den Pfosten. Oh Mann, der Junge hat gerade kein Glück. Petri zündet nochmal den Turbo, Petri, und auf einmal steht 2-0, 92. Die Bayern holen sich den nächsten Supercup, der zweite Titel ist offiziell eingetütet. Ja, Kobel fragt sich natürlich zu Recht, was seine Vorderleute da eigentlich machen. Einfach so einen Ball verloren,
Petri hier, der zündet einmal ein Turbo, weder Schlotterbeck noch Tabsoba gehen hinterher. Und ja, da hat er halt auch keine Chance mehr, der Kobel. Es darf nun also auch der nächste Pokal in die Höhe gestreckt werden. Und ihr seht schon, hä, wer ist denn dieser Spieler? Das ist De Jong, das ist unser Innenverteidiger-Talent, der dort einfach den Pokal hochheben darf, weil Kimmich ausgewechselt wurde und er die Binde übernommen hat. Das ist auch wild, oder? Simmons als Held des Tages. Die FC Bayern München-Fans haben wohl einen neuen Helden, denn Xavi Simmons war beim Sieg gegen Borussia Dortmund der beste Mann. Er scheint absolut bereit zu sein, eine Führungsrolle zu übernehmen und wir werden in dieser Saison sicher noch einiges von ihm erleben. Ey, das ist doch übelst geil, oder? Wenn du für 80 Millionen einen neuen Typen in die Mannschaft holst und der dann direkt so einschlägt. Okay, das ist wild. Wir haben ein Transferangebot von Atletico Madrid für Konaté und die bieten uns einfach zusätzlich noch Serge Gnabry an, den wir ja, ich glaube, vor gerade mal einem Jahr nach Atletico abgegeben haben. Und dann haben wir ja das Champions League Finale gegen Atletico gewonnen und ach, jetzt wollen die den einfach zurückgeben. Pisst euch mal. Also jetzt wird's ja vogelwild. Liverpool will Rafinha einfach ausleihen. Ist das überhaupt legal? Kannst du einfach so eine Rafinha mit einem Marktwert von 100 Millionen ausleihen? Kommen wir auch gleich zum Bundesliga-Auftakt, natürlich wieder der deutsche Klassiker, also das ist so wild, dass wir schon wieder gegen Dortmund ran müssen, aber egal, wir kriegen das hin. Ich würde vorschlagen, wir skippen mal ein paar Games, beziehungsweise ich zeige euch einfach nur die Tore und lasse die Spiele fortlaufend, abspielen. Musiala. Nochmal klasse gespielt, Rafinha wird's mit der Hacke, Pedri rübergelegt, Kane auch nicht, jetzt aber Simmons, das kann doch alles nicht wahr sein. Und Petri, zünde den Turbo. Petri, komm, du bist so schnell. Geh vorbei. Jetzt muss er den Ball irgendwie in die Mitte bringen. Petri nochmal zurückgezogen, abgelegt. Peter Schmidt, 1:0, 85. Später Treffer vom Joker. Der ist gerade mal 5 Minuten auf dem Feld. Der Youngster macht das erste Tor der neuen Bundesliga-Saison. Und das geht bis dato in Ordnung. Dortmund spielt sehr gut mit, aber die Bayern wieder effizienter. Auftaktsieg nach Maß für die Münchner. Auch hier gewinnen sie wieder gegen Dortmund mit 1:0. Und ich sage mal, wir springen auch gleich rein in die zweite Partie. Der zweite Spieltag ist dann gegen die Kölner. Auch hier zeige ich nur mal fix die Tore. Und wir springen auch gleich rein ins Rhein-Energiestadion. Kane kommt doch mal. Abschluss Rafinha. Oh, der Ball ist immer noch heiß. Oh, wird's ja. 1:0, so ein Scheiß-Tor. Jawohl. Ein richtiges Dreckstor. Aber Flori Wirtz freut sich drüber. Florian Wirtz probiert es auch gleich nochmal. Doppelpack, Doppelschlag, Flori Wirtz. Was ein wunderschönes Tor. Ey, da muss ich erstmal einen Schluck trinken. Das kann nicht schon wieder so schnell eskalieren. Guck dir mal so eine Bogenlampe an. Wow. Jamal Musiala, Chipper für Xavi Simmons. 3:0 ist das eiskalt. Der Mann ruft wieder seinen kleinen Bruder an und macht hier das zweite Saisontor. Florian Wirtz will den Ball spielen auf Harry Kane. Das funktioniert auch. Harry Kane geht an Martel nicht vorbei. Ball in die Mitte. Wirtz abgelegt. Gibt's das vierte? Es gibt das vierte. Petri Saison Nummer 3. Die Kölner bleiben hier so machtlos. Ui, es gibt Elfmeter. Eieiei, zu ungestüm. Denzel Dumfries haut hier Niklas Füllkrug um. Fülle gegen Diogo Costa und oioioi, Diogo Costa hat das richtige Eck, aber der ist zu gut geschossen, 1:4 nur noch. Der Gegentreffer ändert nichts mehr am Ergebnis, Bayern nimmt die nächsten 3 Punkte mit und wir können gleich in den dritten Spieltag springen. Kurz aber nochmal Pause, denn wir haben noch einen Abgang. Nabil Fekir wird für 80 Millionen nach Manchester City wechseln. 33 Jahre ist er mittlerweile alt, hat natürlich seine Erfahrung und Qualität. Aber ihr müsst euch mal überlegen, wir haben genauso viel für Xavi Simmons bezahlt. Und da kannst du schon sagen, das ist ein geiler Deal. Oder für das Geld haben wir Xavi Simmons bekommen, einen, der 10 Jahre jünger ist und derzeit halt noch mehr Leistung bringen kann. Zurück in der Bundesliga geht es jetzt gegen Bremen. Das Ganze ist ein Heimspiel für uns und sollte eigentlich keine schwere Aufgabe werden. Rafinha spielt den Ball durch auf Florian Wirtz. Der hat den Doppelpack im letzten Spiel erzielt und macht hier direkt weiter. Pavlenka ist chancenlos. Nach 10 Minuten knipst er wieder. Klasse Chipper auf Felix Agu, der Ex-Bremer, jetzt hier an der Grundlinie. Scharfer Ball, Florian Wirtz, Doppelpack. Es geht so einfach, weil die Bremer sich aber auch machen lassen. Harry Kane, guter Ball in die Mitte. Petri nochmal verlängert auf Xavi Simmons. Nächster Treffer vom 80-Mio-Neuzugang. 3:0, Viertelstunde ist noch zu spielen.
Hincapié, wahnsinnig gut gespielter Ball. Rafinha, Simmons, Harry Kane. Auch für ihn jetzt endlich mal das erste Saisontor in der Liga. Und das hat 3 Games gedauert, Mensch. Gut gespielter Ball und Diogo Costa darf sich doppelt nochmal auszeichnen. Und De Ligt klärt auf der Linie, also quasi auf der Linie. Er stand halt einfach vor dem leeren Tor der Gegner. Durch diese Rettungstat bleibt auch hier die Null stehen. Es ist wieder ein souveräner und mehr als deutlicher Sieg. 9 Punkte nach den ersten 3 Spielen und ich würde sagen, wir schauen mal auf die Tabelle. Wie es zu erwarten war, sind wir auch erstmal Tabellenführender, aber Leverkusen ist richtig nah an uns dran, ne? Das ist nur ein Tor, was sie weniger geschossen haben. Auch Mainz und Augsburg sind sensationell reingestartet, also meinen größten Respekt an die beiden. Ach, was soll ich sagen, Hamburg, Bremen, schade, schade. Schön, dass ihr dabei wart, ihr bekommt vielleicht auch eine Teilnehmerurkunde. Ach du heilige Makrele, die Champions League Gruppe wurde ausgelost. Wir sind einfach mit Real Madrid, Fenerbahce, Istanbul und Shakhtar Donetsk in einer Gruppe. Eieieiei, weiß ich jetzt nicht. Also das ist echt keine easy Gruppe. Hier schauen wir nochmal fix durch die anderen durch, was uns hier eigentlich erwartet. Frankfurt ist auch mit in der Champions League. Wild, Leverkusen, Liverpool in einer. Dortmund darf gegen Barca ran, warum nicht? Tottenham, Sevilla in der Euroleague, United auch, Real Betis, Sporting Lissabon habe ich gesehen, Wolfsburg, okay, Leipzig auch nur Euroleague, lol. Wer es schon wieder vergessen hat, wir sind ja auch noch Nationaltrainerin, ne, und da dürfen wir jetzt in der WM-Quali ran, das hier ist unsere Gruppe und ich würde mal behaupten, das dürfte eigentlich easy sein, oder? Ja, gegen Schottland 3-1 gewonnen, lagen zwar hinten, aber haben das ja ganz solide noch gedreht. Gegen Island reichen 1-0 durch Julian Brandt, alles easy, also EM-Quali läuft. Durch die 2 Siege sind wir logischerweise auch hier Gruppenerster, also ich würde behaupten, das war eine sehr erfolgreiche Folge. In der nächsten spielen wir dann gegen Real Madrid und gegen Aue im Pokal, gegen Leipzig noch in der Liga, also auch das wird recht interessant. Schachtel Donetsk und Hamburg warten auch noch auf uns. Ich würde mal sagen, da gibt es ein paar Games, auf die wir uns freuen können. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder ein Like und ein Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften Tag, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.